Und deshalb mag noch keine rechte Entspannung aufkommen angesichts von über 100.000 Neuinfizierten in Großbritannien binnen eines Tages. Der britische Gesundheitsminister sieht die Ergebnisse der Wissenschaftler mit großer Zurückhaltung. Das sind natürlich gute, ermutigende Nachrichten. Sie wissen aber noch nicht genau, wie stark dieses Risiko verringert wird. Jeder Vorteil, den wir durch das geringere Risiko eines Krankenhausaufenthalts haben, muss mit den höheren Infektionszahlen verrechnet werden. Hier in Australien, wo sich Omikron trotz Impfquoten von über 90% rasant ausbreitet, haben sie das getan, die Studien auch mit eigenen Statistiken verglichen. Wenn wir auf die Zahlen aus anderen Ländern wie Großbritannien und Südafrika gucken und auf die Entwicklung bei uns, dann deutet das darauf hin, dass eine Infektion mit Omikron wahrscheinlich milder verläuft als bei Delta und das Risiko einer Hospitalisierung um 60-80% reduziert ist. Professor Wolfgang Preiser, der die Omikron-Variante mit seinem Team in Südafrika identifizierte und nun Zeuge ihrer rasanten Verbreitung ist, er glaubt, dass zumindest die Entwicklung mit moderaten Erkrankungen am Kap nicht übertragbar ist. Hier in Südafrika haben ja ein Großteil der Bevölkerung eine Covid-Infektion bereits durchgemacht und haben insofern eine gewisse natürlich erworbene Immunität. Und außerdem haben wir inzwischen bei den Erwachsenen immerhin doch über 40% auch eine Impfrate. Also auch das ist gar nicht so schlecht. Aber man muss natürlich sagen, dass viele Angehörige der Risikogruppen, also der Älteren und chronisch Kranken, natürlich schon im Laufe der Pandemie daran gestorben sind. Rund 90.000 Covid-Tote betrauert das Land bei 60 Millionen Einwohnern. Und die sind im Vergleich zu Deutschland auch deutlich jünger. Die Hälfte der Menschen ist noch nicht mal 28 Jahre alt. Kinder bis 14 Jahre machen mehr als ein Viertel der Bevölkerung aus, bei uns nur 13%. Am Kap sind lediglich 5,5% der Menschen älter als 65, hier sind es mehr als ein Fünftel. Wenn man seriös Krankheitsschwere vergleichen möchte zwischen Omikron und Delta, muss man auch alle Faktoren mit einberechnen, die die Krankheitsschwere sowieso beeinflussen. Und da ist Alter ein sehr großer Faktor. Jüngere Leute werden deutlich weniger schwer krank an einer Corona-Infektion als Ältere. Ob Omikron tatsächlich weniger gefährlich ist, der Pandemie sogar etwas von ihrem Schrecken nimmt, indem es Corona-Varianten wie Delta verdrängt, es wird noch einige Wochen dauern, sagt der Virologe, bis diese Frage beantwortet werden kann. Für Entwarnung sei es auf jeden Fall zu früh.